Und hier wieder ein paar Neuigkeiten von der Fürstenkrone. Die hauseigene Tankstelle hat geöffnet und die Babys liegen alle dran und saugen kräftig und wachsen von Tag zu Tag und werden immer größer. Und es dauert nicht mehr allzu lange, noch ein paar Tage, dann werden die Ersten auch ihre Örtlein öffnen und sehen, was auf der Welt alles los ist. Bislang sind wir aber total zufrieden mit unseren Süßen, denn die Mama macht es ganz toll. Sie hat genügend Milch, um alle säugen zu können. Und alle finden auch immer wieder einen Platz an der richtigen Stelle, um genügend Milch zu bekommen. Ab und zu allerdings verlässt die Mama dann auch mal das Gehege und geht nach draußen, was sie ja auch mal muss. Aber ansonsten sorgt sie sich ganz liebevoll um ihren Nachwuchs, den Sechsfachen, den sie uns beschert hat am 4. Advent. Also eine ganz große Leistung, liebe Belina. Und sind sie nicht hübsch gefleckt? Weiß mit Punkten, braun, dunkel, heller. Also alle Farben sind vorhanden und das werden hübsche Mädchen und Rüden. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach mal auf unsere Webseite www.havanesa-fürstenkrone.de vorbei und da findet ihr noch mehr Informationen. Und das soll es für jetzt auch sein, wir wollen ja die Kleinen nicht weiter stören. Noch ein letzter tiefer Blick und ihr seht, wie sie wühlen und kämpfen um die beste Position. Aber so ist das nun mal. Jeder sorgt für sich selbst. Das war's dann von heute von der Fürstenkrone. Also bis zum nächsten Mal oder bis nach Silvester. Ciao, ciao.